Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer und ja, alle anderen. Mein heutiges Outfit entspricht zumindest der Haarmähne dem Modell Nordmann. Also nicht dem Modell Nordmann, sondern eher Nordischmann, keine Ahnung. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen, egal ob er ist oder nicht, einen wunderschönen und fröhlichen Live-Erikson-Tag. Hinga Dinga Dorgin. So, und da fangen wir doch gleich mal an mit Norddeutsche Seil. Nö, machen wir nicht. Wir fangen mit dem englischen Moment mal. Ich bin im falschen Rätsel. Alles zurück. So, jetzt bin ich im richtigen Rätsel. Jetzt fangen wir an. Gehörlos ist easy. Also, ist nicht das Wort, was ich gerade gesagt habe, sondern... ja. Lateinisch vor, prä. Nee. Leider nicht. Es wäre auch komisch, wenn die ein Ä drin hätten. Fahne ist eine Flagge, ist es aber nicht. So, das ist die Sprache. Ante wahrscheinlich dann. Ja. Auto aus Zwickau ist der Trabi. Lübschmal. So, was haben wir hier noch? Verkehrsleuchte ist natürlich die Ampel. Dann wird das sicherlich Mia sein. Ja. Ringförmiger Schal. Hm, weiß ich doch nicht. Aber es fängt mit L an. Leib oder so. Heizmaterial ist Öl. Loop? Ah, wusste ich gar nicht. Eingang ist Entrée. Oui, oui. Komisch, das kriege ich hin, aber Anglizismen finde ich immer schwer. Na, was soll's. Gurkenkraut ist Dill. Das ist das indigene Neuseeland-Volk. Großer Abstand ist... ja. Machen wir erstmal... National Basketball League? Nee. Das ist ja auch komisch. NBA, das A in NBA steht doch für Association. Ich finde das immer komisch. Das ist wie mit Ära und Aeon. Da komme ich nicht so ganz klar. Also, Giorgio Armani, nicht Bruno Banani. Ich habe gerade an Bruno Banani gedacht und nicht an Giorgio Armani. Ach, die ist ja auch fies. So, Abkürzung ohne Befund ist OB. Dafür, so, das bedeutet auch die Marke für Frauenhygieneartikel. OB steht für ohne Befund. Nein, natürlich nicht. Roggen, ja. So, was haben wir noch so? Angeregt, weiß ich noch nicht. Prionenkrankheit, Nee. Diele, Brett? Nein. Sich kleiden, anziehen, klappt nicht. Nettoregistertonne. Na, weiß ich nicht. Große Nachfrage. Oh Mann. Gruppe von Mitspielern ist keine Party. Aber das A war richtig. Biskuit ist natürlich Keks. Ein Kader. Ja, das ist es. Pur ist rein. Ja, ja. Frauenname Kurzwort. Wäre auch Lia, Ria, Ria. Nee, sagt mir nichts. Aber die große Nachfrage ist der Andrang. Das wissen wir schon mal. Ja. Nettoregistertonne anscheinend NRT. Noch nicht gehört. Tragen ist das. Oh Gott. Diele ist kein Rang. Gang. Warum auch immer. Großer Abstand. Ferne. Das ist das. So. Prionenkrankheit. BSE. Nein, keine Ahnung. Fluglinie ist eine Airline. Also im Grunde dasselbe, nur auf Englisch. Wow. Mode. Nein. Beigefügt, anbei.
benutze ich auch immer gerne, wenn ich Sachen mit Anhang als E-Mail verschicke. Wunderschönes Wort. Anbei übersende ich Ihnen und so weiter. Verkehrsmittel ist der BH. Ein. Das ist natürlich die Bahn. So. Ja. Fahne könnte auch vielleicht die Bierfahne sein. Ich weiß es noch nicht. Flachholz ist dann jetzt hier das Brett. Ah. Empfehlung ist Rad. Ach, die Fahne ist das Banner. So. Angeregt. Freibiert. Würde reinpassen, so wie es jetzt momentan steht. Aber nein, das ist, wenn ich jetzt da ein G einsetze, dann ist das falsch, das weiß ich schon. Okay, Hohn ist natürlich dann wahrscheinlich erstmal der Spott. Nee, gar nichts davon, wow. Nee, dann weiß ich es noch nicht. Länderkürzel für Sri Lanka. SRI wäre cool. Ja, ist es auch. Webeblatt. Ja. Ich habe das jetzt einfach eingegeben und das war richtig. Hoho. Das könnte jetzt das sein. Ja. Okay, dann ist das hier Häme. Ah. Angeregt. Was könnte das heißen? Oberarmmuskel ist erstmal der Bizeps. Für den Fall, dass, also den muss ich nicht mal googeln, wenn ihr wissen wollt, wie der aussieht. So, nein, was haben wir hier noch? Mode, Fashion. Fashion, das ist natürlich französisch. Mischgericht ist das. Und dann weiß ich jetzt auch. Ah, es war nicht BSE, es war TSE. Und wir sind durch das erste Rätsel schon durch. Huiuiui. So, dann gucken wir mal beim zweiten. Was haben wir hier? Krautige Pflanze. Groß in der Schweiz. Englisch Robbe. Panierte Roben. Kennt ihr noch die panierten Roben? So, gucken wir erstmal, was könnte denn der Gruß in der Schweiz sein? Also das weiß ich, was hier reinkommt. Das ist ein A. Vogelkleid, Federn mit N wahrscheinlich dann. Knorpelfisch ist ja auch schön. Flüssigkeitszerstäuber. Spraydose? Nein, das ist es nicht. Betrügerisch. Oh Gott. Das weiß ich, was das ist. RAP. Autoschlange. Ist. Achso. Das ist hier unten. Nee, das hier ist ja die krautige Pflanze, die ich noch nicht habe. Hurtig. Schnell könnte es sein. Tatsächliche Größe. Maßstab ist es nicht. In dem Fall, nee, gar nicht. Hier ist ein U. Was haben wir noch? Objektivart? Nee. Kohlart. Rotkohl. Möglich. Das wäre dann. Nee, weiß ich nicht. Dickblättrige Pflanze. Oh Gott, ey, das ist ja. Englisch Mädchen, ist klar. Das hatten wir vorhin schon mal versehentlich. Erster griechischer Buchstabe, das ist ja einfach. Okay, da kommt ein P rein. Versuchen wir mal wenigstens ein paar Buchstaben noch zusammenzukriegen. Klostervorstand ist der Abt. Inwieweit? Abkürzung Cent ist CT. Okay.
Das Sommergetränk könnte der Eistee sein. Mal sehen. Und dann wäre das hier EN und hier, der Rochen vielleicht? Hm. Dann wäre das hier OB. Außerdem müsste hier ein H, dann kastrierter Hengst. Oh Gott. Wallach war das. Genau, genau, genau. Ja, nee, doch, dann könnte das der Rochen sein. Dann ist hier auf jeden Fall das N. Dann hätten wir hier R, A. Dann ist das wahrscheinlich Spray. Dann ist das zweite ein Y. Wenn das zweite ein Y ist, dann, dann ist das ja gar nicht mal. Ich glaube. Okay, Synapsen wahrscheinlich oder so ähnlich wird das Wort sein. Gucken wir mal. Nee, warte mal. Hier kommt ein P rein. Weil Alpha ist definitiv der erste griechische Buchstabe. Weidmännisch fressen. Äsen. Dann ist das, ja. USB. Ach, ups, ist das Wort hier. Ah, okay, okay. Komma, Gram? Weiß ich noch nicht. Nee, das Teil des Auges ist ja das Lid, zum Beispiel. Was ja auch zu Federn passen würde. Okay. Leid. Leid könnte es sein. Und die Larve ist die Made. Oh ja, 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 dann ist das ein E. Und dann müssten wir noch bei dem... Hurtig ist, weiß ich noch nicht, betrügerisch, weiß ich auch noch nicht. Also ich würde sagen, wir kommen hier ganz gut hin, indem wir sagen S, Y, N, A, dann P hier, dann hier ein S, dann hier ein E und ich würde einfach mal sagen hier ein N und dann haben wir die Synapsen und jetzt gehen wir mal rückwärts durch. Dickblättrige Pflanze, machen wir mal oder versuchen wir mal Sachen für betrügerisch rauszukriegen. Dickblättrige Pflanze. Unredlich könnte es sein. Zum Beispiel. Machen wir das mal. Und das ist es auch. Mensch, das ist ja super. Okay, dann gehen wir mal bei der 7 weiter. Da haben wir Leid gehabt. Rheinstraße ist natürlich wieder die Allee. Was machen wir hier noch? Weidmännisch fressen ist Äsen. Und ups ist der Ausruf. Ups. Mit Doppel-U. Was? Was? Warum schreibt er das mit zwei U? Das geht nicht. Ist doch, nee, ich habe noch nie Ups mit zwei U gesehen. Merkwürdig. Europäische Hauptstadt. Könnte Wien sein, aber ist es nicht. Also, es ist Bern. So. Lateinisch durch ist per, dann haben wir hier USB, wir wollten aber eigentlich die 5 mal weitermachen. Und zwar ist das Alpha. So, dann haben wir hier Seal. Außerdem norddeutsch Seil ist Reb, wollte ich nochmal bei 5 gesagt haben. So, was könnte denn jetzt das in der Schweiz sein? Hm. Re ist das Segelkommando. Hatten wir da nicht auch schon mal Le? Wer weiß. Hurtig. Machen wir erstmal hier das Spray voll. Für die 2. Auch wenn das jetzt gerade so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Ach, ich könnte es ja auch wieder rausnehmen und könnte mir das S einfach denken. So,
Ich habe keine Ahnung. Hurtig. Schnell ist es nicht. Definitiv nicht. So. Dickblättrige Pflanze. Wo können wir noch weitermachen? Objektivart. Weit? Fern? Auch nicht. Also ich kenne Weitwinkelobjektive, ich kenne... Ja, das war's auch schon. Autoschlange, machen wir erstmal das. Machen wir erstmal den Stau, tragen wir mal noch ein paar Sachen ein, die wir sowieso wissen. Huch. Und kommen dann vielleicht an irgendeine... auf irgendeine Idee, an irgendeinem Wort. So. Tatsächliche Größe. Was soll denn die tatsächliche Größe hier sein? Grüner Schmuckstein. Oh, das weiß ich tatsächlich ausnahmsweise mal nicht. Festvorstellung. Ist die Gala? Ja. Madeit, Nadeit. Was ist denn Padeit? Jadeit? Ah, also ich kenne Jade, aber ich kenne nicht Jadeit. Mensch, wieder was gelernt. Wo können wir noch weitermachen? Wo geht noch was? Knorpelfisch hatten wir noch. Wir hatten den Rochen. Genau. Und der Eistee, wie ich gesagt habe, ist hier. Raubgut ist die Beute. Kurzname für Beate ist natürlich Bea. Reptil ist die Echse. Damit kommen wir ja schon mal ein bisschen weiter. Also haben zumindest eine Seite hier voll. Das hilft uns bei den anderen Wörtern nicht so unbedingt. Ja, machen wir wenigstens mal die Federn hier voll. Die passen auch, wie wir es gesagt haben. Und jetzt kommen so die Worte, wo ich keine Ahnung habe, was es noch sein könnte. Kohlart. Ach, na eben. Die Kohlart kann kein Rotkohl sein. Oh, das ist übel. Das ist übel. Wie, was könnte denn hier noch... Nein, das Teleobjektiv. Boah. Ach, Mann. Okay, Wirsing ist das dann. Weil das hier ist irgendeine tatsächliche Größe, ist eine ist, ein Ist-Zustand in irgendeiner Weise. Und dann meinen die Salü. Salü mit UE. Das war's. Wieland? Nee. Islands. Oh Gott. Das ist ja ein Wort. Seht mal diese Rose da. Nee. Die Pflanze kenne ich nicht. Keine Ahnung. Und die tatsächliche Größe ist dann wohl der Ist-Wert. Das ist damit gemeint. Ah. Okay, die dickblättrige Pflanze. Jetzt haben wir es auch. Ja, das dürfte die Agave sein. Und damit haben wir es auch mal wieder. Es ist wieder soweit. Yes! Wie lange haben wir gebraucht? Zu lange. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, nächstes Mal wird es schneller gehen. Nächstes Mal mache ich das einfach mal so nebenbei weg. So ganz ohne irgendwelche
Nachdenkphasen oder Ratephasen oder so eine Sachen. Ja, keine Ahnung. Gibt es hier irgendwelche Wörter, die ich noch unbedingt zeigen müsste? Ich find, hier waren wieder mal sehr komische Worte dabei. Islands. Also, mal nicht so geschrieben wie die Mehrzahl des englischen Wort für Insel. Aber trotzdem, also, wer sagt denn sowas noch? Islands. Nenn immer also... Ich möchte am liebsten mal wissen, in welchem Buch, Schriftstück oder so dieses Wort ausgerechnet vorkam. Das ist bestimmt gar nicht mal so selten. Aber mir fällt gerade nichts davon ein. Also ich kann mir das Wort zusammenbilden, aber es ist so... Es fühlt sich falsch an. Wie dem auch sei. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Rest vom Tag und... hoffe, euch mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn es dann mal wieder heißt Kreuzworträtsel Runde mit Exido. Also dann, bye bye!